Herbststurm reißt das fahle Laub über Ostpreußens Erde. Regen tropft auf Weg und Steg. Über dies Land der Wälder und Seen, über dies Land an der Grenze, weht wie ein Sturmwind, der frei von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Volk, steh auf! Der Feind steht an deiner Grenze. Und sie sind aufgestanden. In diesen Tagen, da der bolschewistische Gegner hier im Osten wie der Feind im Westen seine Hand nach deutschem Land ausstreckt, da er seinen Fuß auf die ersten paar Quadratkilometer deutschen Boden setzte, da trat der deutsche Volkssturm unter das Gewehr. Hier stehen sie vor uns in der langgestreckten Exerzierhalle einer ostpreußischen Kaserne. So wie sie gekommen sind von ihren Bauernhöfen, aus ihren Schmieden und Werkstätten, von ihren Büroschemeln, von Haus und Hof und Familie und Heim. Hier stehen sie, um mit der Waffe ihre Heimat zu verteidigen. Ostpreußen, das ist ein Wort, das oft in den Tagen, da Stürme gegen das Reich aus Osten anbrandete, für jeden Deutschen einen aufrüttelnden Klang hatte. So war es 1813, als die deutsche Erhebung hier in Ostpreußen ihren Ausgang nahm. So war es 1914, als das zaristische Russland sich anschickte, nach Ostpreußen einzufallen. Da sind die Männer und Söhne dieser Erde aufgestanden und haben dem Gegner Trutz geboten. Bei Tannenbergdorf steht das Ehrenmal, das von jenem Einsatz ostpreußischer Regimenter kündet. Und nun sind sie wieder aufgestanden. Nicht das erste Mal, vor Wochen schon sind sie hinausgezogen mit Hacke und Spaten, um die Stellungen zu bauen, die als ein vielfacher Ring nun Ostpreußen umgeben und den feindlichen Ansturm auffangen sollen. Und dieselben Männer, die noch vor Wochen in unermüdlichem Einsatz mit Hacke und Spaten und Schaufel ihren Boden durchfurcht und durchwühlt haben, die treten nun abermals an, um mit der Waffe in diese Stellungen einzurücken und ihr Land an den Grenzen zu verteidigen. Und so wie hier in Ostpreußen, so werden sie aufstehen in all den Gauen Großdeutschlands. Sie werden diese Festung Großdeutschlands schirmen und verteidigen. Wir schauen über die Reihen hinweg. Uneinheitlich noch in der Uniformierung. Alle mit der weißen Armbinde. Deutscher Volkssturm. Da steht der politische Leiter neben dem SA-Mann. Da steht der alte Soldat des Ersten Weltkrieges mit dem grauen Haar neben dem Hitlerjungen, der eben dem Kindes- und Jünglingsalter entwachsen, doch schon sich stark genug und berufen fühlt, die Heimat zu verteidigen. Da stehen die Männer, die ihre Familie, ihre Frauen, ihre Kinder zu Hause gelassen haben und nun antreten werden an der Front der Abwehr. Da ist der Schmied, der seine Schmiedehammer beiseite legte. Da ist der Bauer, der seine Ernte eingefahren hat. Und da ist der Arbeiter aus der städtischen Fabrik. Über all diesen Männern leuchtet das Rot und Weiß und Schwarz der Fahnen der Bewegung. Die alten, kampferprobten Standarten der ostpreußischen SS und SA. Die Sturmstandard des NSKK, die Fahnen der Partei. Unter diesen Fahnen ist das ostpreußische Volk frühzeitig in einmütiger Treue zum Führer aufgestanden. Unter diesen Fahnen hat es für ein besseres Deutschland gekämpft. Und unter diesen Fahnen wird es nun dieses Deutschland verteidigen bis zum Letzten. 13 Kompanien des neuen deutschen Volkssturmes im Gau Ostpreußen stehen hier angetreten, um den Reichsführer SS und Befehlshaber des Ersatzheeres zu hören, aus seinem Munde die Verpflichtung im Namen des Führers zu empfangen.